Und kommen wir jetzt mal zu einer Geschichte von der Birgit, die ja hier lebt und uns wahrscheinlich viel mehr und viel näher erklären kann als ich. So, mein Name ist Birgit. Ich wohne in der unmittelbaren Nähe des Braunkohletagebaurandes in dem Dörfchen Echz. Das liegt etwa 6 Kilometer von hier entfernt, südlich. Ich möchte euch heute etwas über Einhörner, Bergbauschäden durch Grundwasserabsenkung und gesundheitliche Folgen von Feinstaubemissionen berichten. Bitte haltet durch. Viele Menschen, vielleicht die Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten, können die drohende Klimakatastrophe noch gar nicht denken. Daher werden Aktivisten wie Greta Thunberg oder Umweltaktivisten im Allgemeinen gerne als Einhörner tituliert. Aber was ist das eigentlich, ein Einhorn? Der Dichter Rainer Maria Rilke spricht in seinem Werk vom Einhorn als, ich zitiere, von einem Tier, das es überhaupt nicht gibt. Damit ist dieses Tier, das Einhorn, also wie die griechischen Götter und Titanen eine Heldin von Narrativen. Jedoch, vor nicht allzu langer Zeit hat der Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf dieses Fabelwesen in der Realität festgemacht. In seinem Buch Einhörner, Phönix, Drachen, woher unsere Fabelwesen kommen, hält er nach langer, mühsamer Recherche fest, dass hinter dem Einhorn nur die arabische Oryx-Antilope stecken kann. Sie ist ein Paarhofer mit weißem Fell und 2 eng geführten Spitzhörnchen, die von der Seite aus betrachtet tatsächlich wie Einhorn aussehen. Diese Antilopenart ist besonders genügsam und kann Wochen, mitunter monatelang ohne Wasser auskommen, indem sie so viel Stoffwechselwasser aus ihrem kargen Futter holt, dass sie nicht regelmäßig zur Tränke muss, wie etwa Rinder, Schafe oder Ziegen. Sie wäre somit eine ideale Kandidatin für die Nutztierhaltung gewesen. Jedoch, die Oryx-Antilope hat es sich anders überlegt. Sie lässt sich nicht einfach domestizieren. Sie lässt sich nicht ausbeuten wie andere Paarhofer. Sie hat ein auf erstaunliche Art naturgegebenes Wissen von der Bedeutung des Lebens. Sie weiß, sich und ihre Spezies zu schützen, indem sie sich verweigert. Das Einhorn oder die Oryx-Antilope ist also ein reales Tier, das jahrhundertelang die Qualität eines Fabelwesens hatte, in einer Kultur, mit der es aus Selbstschutz nie in Verbindung kam. Dieses kluge Tier stellt sich also einer Ignoranz zur Erdgeschichte entgegen, um nicht zur Bedrohung für sich selbst zu werden. Wenn ich persönlich diese großen Erdbewegungen hier anschaue, bin ich immer wieder seltsam berührt von der Vorstellung, dass ein modernes menschliches Wesen nicht nur die aktuelle Vegetation, sondern auch die Erinnerung an Jahrhunderte, Jahrtausend alte Erdgeschichte einfach so wegbaggern kann. Diese Energiegewinnung ist zudem wenig effizient, aber mit ihr soll das moderne Leben höher, schneller und weiter werden. Der Mensch ist so verrückt, er wird sich noch selbst zerstören, auf dass es schon bald mehr Einhörner gäbe.